Willkommen zurück zu Mafia 3 in unserer Blubberkarre. So, ich bin jetzt hier hochgefahren. Wir reden jetzt mit Burke. Mit ihm hier. Weil ansonsten haben wir jetzt eigentlich nichts außer da Kohle abholen. Und dann machen wir mal hier weiter. Wie, zur Vordertür kommen wir nicht rein? Hintertür. Burke. Ist ein Weilchen her. Lincoln Clay. Heilige Mutter Gottes. Jetzt habe ich alles gesehen. Denk, du bist tot. Das höre ich öfter. Was willst du? Ich würde dir gern ein Geschäft vorschlagen. Ja, ja? Ich nehme Marcano vor und seine Brüder und jeden, der mit ihnen was zu tun hat. Ja, und? Folgende Idee. Wenn Barbieri weg ist, geht Point Verdun wieder an dich. Und dann klären wir, was mit dem Rest der Stadt passiert. Hau bloß ab. Ich habe schon mal mit euch Pennern zu tun gehabt. Und was hatte ich davon? Burke, du kannst dich hängen lassen, aber dein Selbstmitleid wird gar nichts ändern. Jetzt hör mir mal gut zu, du gottverdammtes Arschloch. Bennys Leiche war so verkohlt, dass ich mir der Leichenbeschauer nicht zeigen wollte. Wenn einer diesen verfluchten Marcano killt, dann ich. Na, dann hat er ja nicht viel zu befürchten, solange er sich nicht in irgendwelchen abgewarzten Spelunken herumtreibt. Nenn mich, du Arschloch. Ich hab mehr Eier als ein Typ, wie du jemals haben wird, klar. Lederhund, kreis hier auf und quatsch mich dämlich an. Typen wie du verbissen sich doch sofort, wenn's brenzlig wird. War immer schon so. Und erinnert sich nie. So, wieder fahr wie ein Irrer. Ist nicht dein Glückstag, du Wichser! Was glaubst du denn, was du da machst? Du hast so auf dicke Eier gemacht, da wollen wir mal sehen, wer von uns beiden die größeren Klöten hat. Der Nigger oder der Mick? So. Fahr wie ein Irrer, machen wir doch. Du hast dir den Falschen ausgesucht. Hopp! Eieieiei. Hart, hart. Komm schon, alter Mann, du bist schon ganz grün und blau, aber nicht vom Whisky. Na, wann? Du hast dir den Falschen ausgesucht. Ein bisschen schaukeln bringt dir auch was. Jetzt hör schon auf mit der Scheiße, ich brauch dringend was zu saufen. Halt hier an. Schon passiert. Mit dir aus meinem Auto. Komm mal bei mir vorbei. Wir haben was zu bereden. Ups. Waffe wegstellen. Da fahren sie mich wieder über den Haufen hier. Ich brauche ein Auto. Ich brauche ein Auto. Anhalten, anhalten. Weißt du, dann steige ich aus. Gib die Karre her. Guck mal, kühler Figur. Oh, oh, oh. Bitte schicken Sie ein paar Männer hier runter. Achtung an alle Einheiten. Wir haben Meldungen über ein gestohlenes Auto in Sigfor Harbor. Wenn ihr im Einsatzgebiet seid, bitte bestätigen. Ja, hauen wir erstmal hier ab. Hauptsache, wir sind erstmal aus dem Blauen raus. Mit der Familienkutsche oder war ein Bulle. Aber macht nichts. Irgendwie interessiert sie das immer gar nicht. Die gucken dann nur in den Bereich, man ist relativ schnell draußen. Und dann ist alles gut.
So, jetzt müssen wir eben wieder. Jetzt fahren wir bestimmt wieder zu demselben Lokal. An alle Einheiten. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche. Ja, schöne Gasse. Und Streifendienst wieder aufnehmen. Na, Jungs. Dann fahren wir auch schön bis zu der Stelle hin. So, wo geht's hier rein? Da. Na, schon zurück. Erzähl mir was von Barbieri. Barbieri. Er ist ein verdammtes Arschloch. Viel mehr muss er nicht wissen. Du weißt, was ich wissen will, Berg. Streng dich ein bisschen an. Barbieri vertickt sein Splow. Über die Sweetwater-Distille. Splow? Pantherpässe. Schädelspalter. Fusel. Billiger Sprit. Feuerwasser. Lebst du hinterm Mond? Was für ein Scheiß sauft ihr denn da drüben in eurem Ghetto? Jedenfalls keine Pantherpisse. Dann hast du nicht gelebt. Ich hab die Distille aufgebaut. Und dann kommt dieser Spaghettifresser und nimmt mir alles weg. Und zertrümmert mir noch das Knie. Barbieri soll mir dafür büßen. Hörst du? Verrecken soll er. Langsam. Was hat er noch außer der Distille? Naja, er hat noch das alte Robardot-Schlachthaus. Und glaub mir, da wird nicht nur Rindfleisch verarbeitet. Wenn du da landest, dann war's das. Diesmal mache ich die Drecksarbeit, Berg. Aber sobald Barbieri tot ist, erwarte ich, dass du dich um alles kümmerst. Nein, ich werde noch viel mehr tun als das. Entweder ich reiß die ganze Stadt an mich, oder ich brenne sie nieder. Und ganz ehrlich, ist mir scheißegal, was von beiden ich tue. A nation, komm schon, once again. A nation, once again. An island long, a province be. A nation, once again. So, Verbündeten hinzugewonnen, Fahrzeuglieferung. So, du kannst den Fahrzeuglieferanten anrufen, um dir einen Wagen aus der Garage bringen zu lassen. Okay, noch haben wir einen. So, rede mit Nicky Burke. Der steht da vorne, oder? Oh, was eine Strecke. Das war immer richtig cool. Dass wir jetzt nicht durch die ganze Stadt heizen müssen. Niki! Hier drüben. Bin überrascht, dich hier zu sehen, Niki. Ich weiß, was du vorhast und ich konnte nicht zusehen, wie mein Alter dich unvorbereitet losrennen lässt. Scheiße. Dein Alter hatte es ja nie so mit Einzelheiten. Er hat dir nicht gesagt, dass die Sweetwater-Brennerei von einem Karl Bervers geleitet wird. Ein harter Hund. Ein Arschloch vom Land. Seine Familie vertickt Schwarzgebrannten über die Firma an örtliche Läden. Hat Bevers hier durchblicken lassen, wo er seine Brennereien hat? Er ist schlau genug, um alles in Bewegung zu halten. Das heißt, er hat irgendwo eine Karte versteckt für seine Fahrer. Hm. Könnte nützlich werden. Vielleicht überrede ich einen seiner Leute, mir zu verraten, wo das Ding ist. Wir haben noch einen Mann. Nennt sich Bär. Der hat ein Auge auf die Fleischfabrik. Solltest mal mit ihm reden. Das mache ich. Danke für die Hilfe. Immer gern, Lincoln. Wissen willst, was Bevers vorhat, musst du dir ein paar seiner Leute vorknöpfen. Alles klar. So, dann machen wir mal die Drecksarbeit für ihn. So, mit ihm müssen wir auch reden. Mit Bier, dann machen wir das gleich am Anfang. Und dann kümmern wir uns mal um die Brut.
Ja, das nächste Mal lasse ich mir mein Auto wieder kommen. Ich hab gehupt. Kommt man denn diesmal vorne rein? Steaks zu essen und Martinis zu trinken. Grüße, Empfehlungen und all das Zeug. Bist du Bear? Ich komme von Nikki. Eines Tages heirate ich das Mädel. Bear Donnelly. Ich verdanke Nikis Paar alles. Soll für ihn die Robardeau Fleischfabrik im Auge behalten. Wer hat da drüben das Sagen? Ein Spinner namens Sonny Blue vermietet den Kredithain des Schlachters ein Zimmer. Den Schutzgeldleuten auch. Wenn sie da nicht wüten können, gehen sie damit auf die Straße. Könnte es sein, dass Sonny beim Robardeau ist? Scheiße, nein. Sonny kommt nur vorbei, um seine Leute zurechtzubiegen. Aber einer der Jungs, Ralph heißt der, hat wohl Geld unterschlagen. Sie prügeln drüben im Schlachthof auf den armen Bastard ein, um rauszufinden, wo er es versteckt hat. Könnte nützlich sein, ihm den Arsch zu retten. Mal sehen, was Sonnys Affen so ausspucken. Pass auf dich auf, Bear. Die Blues-Leute haben Angst vor ihm. Die reden nicht. Mach denen also mehr Angst vor dir. So. Gut, was haben wir? Da ist Thomas, wo fangen wir denn an? Ja, dann Vollstrecker. So, da haben wir Kredithaie. Schwarzgebrannter, wo ist denn der Schlachthof? Schwarzgebrannter, na gut, jetzt fangen wir erstmal an hier. Wo sind wir? Machen wir erstmal den hier. Die jungen Leute von heute beschäftigen sich mit völlig unbedeutend. Ist ja gleich ums Eck, können wir hinlaufen. Oh. Ich wollte eigentlich gar nicht schießen. So, lauft ihr erstmal weg. Hey, ich stehe hinter einer Mauer, Jungs. Kommen wir hier noch woanders rein? Kommen wir durch die Tür? Nee, Tür ist zu. Jetzt muss ich auch noch scheißen. Dann kommen wir nur vorne rein, ne? Ja gut. Dann eben wie Arnie durch die Vordertür. Zu weit weg zum Pfeifen. Ah, merkwürdig. Immer noch zu weit weg. Wie viel sind es denn? 1, 2, 3, 4. Wieder die verdammten Kids? Er kommt persönlich. Oh, Verstärkung. Hey, ich bin festgenagelt. Komm raus. Jetzt kommt die Verstärkung, na prima. Er gehört
Er hat gleich ein brennendes Molotow-Cocktail dabei. Waren das nur die zwei Jungs hier? Kohle. Was haben wir da noch an Munition? 4 ist noch besser. Aber hier. Okay, den können wir nicht aufmachen. Da fehlt uns was. Oh, Kohle. Guck ich mir diese Scheiße mal genauer an? Nee, lass es bleiben. Gut. Schwarzgebrannter. Mit Vollstrecker. Was haben wir hier? So, gleich nebenan. Kommen wir da hier hin oder ist das da auf der anderen Seite von der Brücke? Da kommen wir schon hin. Oh Gott, er hat eine Waffe. Ach so, ja. So, wo kommen wir da rein? Hier? Der steht hinterm Busch. Gut. Oh. Ich brenne. Ach Mensch, vor der Tür wieder geschossen. Scheiße. Komm, geh mal in Deckung. Okay, die da zerstören. Kann ich nicht durchschießen? Ach, zieh doch mal rüber. Ei. So, wo bist du? Zu weit weg? Ich sehe dich nicht. Da bist du. An alle Einheiten. Verdächtiger gesichtet. Einheiten vor Ort ermittelt. An alle Einheiten. Sichtkontakt zu Verdächtigem verloren. Fahndung in unmittelbarer Umgebung eingeleitet. An alle Einheiten in der Nähe. Einheiten vor Ort haben Verdächtigen gesichtet. Oh, jetzt kommen auch noch die Bullen. Ja, ich hab dich erwischt. Warum bist du nicht tot? An alle Einheiten. Verdächtiger gesichtet. Einheiten vor Ort ermittelt. Hört doch mal auf damit. An alle Einheiten. Verfolgung beenden. Mist. Und alles, weil ich draußen angefangen habe zu ballern. Okay, also auf ein neues. Was für ein Scheißdreck war das? Ein Pfiff, kein Scheißdreck. Sie fahren also zurück durch den Bayou in der Nähe der Kreuzung. Oh.
Das klappt doch bestimmt nochmal. Na komm schon. Komm. Ich mache ihn alle. Scheiße. Mist. Auf geht's. Oh Jesus. Lieber Jesus. Bitte. Rennt. Rennt. Ich liebe den Regen. Ich habe nichts gesehen. Gar nichts. Okay, die drei Jungs. Deine Waffe. Haben wir verloren? Die Schüsse kamen von da. Schleiß mir hier hinten herum. Ich mach ihn alle. Kopfschuss. Jetzt nur noch du. Erstmal. Den Rücken. Ja, du hast dich in der falschen Richtung versteckt. So, du hast da bestimmt auch noch Kohle fallen lassen da, oder? Du bist weg. Da drüben, macht ihn platt! Schnappt euch diesen dämlichen Hurensohn! Hübsch aus dem Fadenkreuz, Arschloch! Rennt! Rennt! Weg! Du kommst hier durch? Ja, komm. Warum macht er? Warum blendet er nicht immer Y ein, damit ich ihn weiterhauen kann? Ich hab den Kerl genau da, wo ich ihn haben will. Gleich dich hinter ihn! Gott, bitte. Lass mich nicht so sterben. Okay, das war's ja. Aber wo waren die Sachen zum Zerstören? Waren hier drin, oder? Ja. Scheiße, ist der abgehauen? Ist hier noch wer? Jo. Einmal. So, hier waren noch welche, oder? Da liegt noch Kohle. Die Medizinschränkchen, die holen wir uns auch. Wo kommst du denn her? Komm hier hoch? Nee. Da lebt noch einer, da stöhnt noch einer. So, wo ist der? Da hinten. Da habe ich keine Medipacks mehr. So, da ist noch was zum kaputt machen. Da liegt noch Kohle. Ist das draußen? Ja, scheint so. Noch ein Medipack. Da oben müssen wir noch hin.
Dann gehen wir noch einmal hoch. Muss da noch eine Etage hochgehen. Ach, da hinten. Aber hier geht's nicht weiter. Kohle. Schusssichere Weste ist immer gut. Komme ich nicht durch? Nee. Geht er da runter? Ja. So, jetzt haben wir die Kohle auch noch. Da ist noch einer. Da war noch einer. So, das war das. Jetzt haben wir nächste in 3,7. Alles klar. Gut, wir beenden die Folge an der Stelle. Ich werde mal mit dem Laster rüberfahren. Je unauffälliger, desto besser. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin sage ich erstmal Servus und macht's gut.